Jo Leute, und herzlich willkommen zum 14. Türchen. Noch 10 Tage bis Heiligabend. Und ja, wir fangen direkt an. Es ist wieder sehr spät, wo ich das hier aufnehme. 22.08 Uhr, es tut mir leid. Ich versuche die nächsten Tage wieder das deutlich vor 0 Uhr zu bringen. Jetzt ist es quasi mal so kurz auf knapp hier. Memorisi, von dem haben wir uns das Januar aus Kassel-Video angeschaut. War sehr gut. Kurz hier Werbung. Schneeweiß-Shirt von Orsons natürlich. Beste Ware. Und jetzt geht es los. Meine Locken sind am Start. 4 Minuten und es wird, glaube ich, sehr schwarz. Und ich muss sagen, ich bin da ja wirklich nicht so sensibel. Also ich bin da, ich distanziere mich natürlich davon. Klar. Aber so im Kontext vom Humor bin ich da sehr offen für und habe, würde ich sagen, schon einen sehr schwarzen Humor. Und ich kann, wenn ich in der Stimmung bin, sehr schwarzen Humor haben. Und ich glaube, ich bin in der Stimmung. Ein bisschen Zynismus muss da auch rein. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwarz. Es könnte sogar sein, dass dieses Türchen bei mir gesperrt wird und vielleicht auch hier gesperrt wird. DHD hat, oder DHSD oder wie, hat es geschafft, wieder neu hochzuladen, das 11. Türchen. Okay, ich glaube, es wird heftig. Irgendwie, die letzten Türchen waren alle sehr gut. Es wird immer besser. Oh, Digga. Okay, es ist eine Kriegsdoku wahrscheinlich, es ist so nachgestellt. Oh, okay. Das ist von so einem Hitler-Film. Ist es nicht sogar von Er ist wieder da? Ist es nicht sogar dieser Comedy-Film? Ich habe den nie gesehen, aber es könnte sein. Also das soll Hitler sein. Okay. Digga. Ich. Bruh, den juckt gar nichts. Pfiff. Weihnachtsmann. Doch, das müsste das sein, diese Parodie. Er ist wieder da. Ach, Digga. Mit 88 spannenden aus. 88 spannenden. Seid sie mit der altdeutschen Schrift geil. Oh. Feier ich. Oh, was? Stadtführer. Digga, was? Markus Lanz. Mein Unge. Und dabei noch zum Mann. Brauche nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff ist nicht erfolgt. Was? Dann soll die Armee kacken. Das sagen ausgerechnet. Kacken? Ein rücksichtsloser Karikatur ist. Faschist. Digga, die beleidigen seinen eigenen. Oh Mann. Aber sympathischer Stadtführer. Ein rücksichtsloser Karikaturist. Ich hab. Ein rücksichtsloser was? Hab ich verstanden. Eieriss. Sie wollen nur ihren Kock retten. Als ob die so geredet haben da. Jetzt setzt er sie wieder auf, wetten. Bleib im Raum SS, okay. Das sind also die SS. Was? What the fuck? Wevo. Aha, Wevo. Alter. Irgendwie gepitcht, dass das klingt wie ein englischer Text. Crazy. Mit viel Fantasie klingt es dann so. Das sind, glaube ich, deutsche Wörter, die einfach gepitcht sind. Das klingt dann so, what the fuck? I'm dreaming of a white Christmas. Alter, oh, wie krass. Das sind deutsche Wörter. Komisch editiert, komisch verzerrt. Dass es klingt wie was Englisches. Crazy. Krasse Idee. Hatten wir, glaube ich, auch noch nie in YouTube-Kacke. Just everyone I used to know. Everyone wahrscheinlich, ne? Everyone. Obi-Wan, keine Ahnung. Obi-Wan. Glisten? What the fuck? Migrantenfesten, okay. Wagner, ich kenne den nicht. Right. Fistmas. Mhm. Oh, sogar mit so verschiedenen Tonlagen, so, das ist fast schon eine Melodie. Ey, diesen Song, wer den Song nicht spielt an Heiligabend,
der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Das werde ich sowas von, ich werde sagen, Alexa, mach bitte den besten Weihnachtssong an. Und dann kommt dieser Song. May your gays be Mary and Pippin? Also Pippin, Bumsen wahrscheinlich, ne? Fistmas. Hauptsache weiß. Jawohl. Stark. Stark. What? Was? I want to make Madame Merkel happy. Hä? Das war jetzt nicht editiert, oder? Das klingt sau komisch irgendwie. Und das war auch irgendwie... Digga. Es ist so unnötig im Business. Oh, das ist genau mein Humor, Alter. Dumm. Das war jetzt so voll aus dem Kontext irgendwie, ne? Keine Ahnung, so strange. Was sind das jetzt hier? Hä? Das ist, glaube ich, ein anderer Film, wo einfach dann der Bart rein editiert wurde. Ja. Ja. Englisch. Englische YouTube-Kack habe ich auch noch nie gehört. Gesehen. Bisher noch kein Wortwitz in Englisch. Doch, jetzt schon. Wie der guckt. Dieser Bart, wie der wie der so vorgeht und zurück und so. Oh Mann. Was will der Typ? Alter. Digga, hör auf damit. What? Hör auf. Oh, ich dachte gerade schon so, das ist irgendeine Gore-Szene, irgendwas ganz Schlimmes, so, aber das ist How to Basic, glaube ich. Müsste der sein, der macht ja so ganz crazy Lebensmittelvideos, wie er eine ganz, naja, fistet. Perfekt. How to machen eine Weihnachts... Ja, genau. Ja, das ist How to Basic. Okay. Warum bewegt sich dieser Teil vom Imbiss? Ah, deswegen. Wie der Schnee auch editiert ist. Junge. Ich wollte gerade schon sagen, irgendwie anderes Auto. Was macht der Typ da? Sogar das Outro editiert. Ich dachte, das ist immer gleich. Alter. Gott. Aber irgendwie hat das was. Dieses. Das war geil. Okay, krass. War auf jeden Fall einer der kreativsten Türchen. Fand ich gut. Auch einer der besseren Türchen auf jeden Fall. War ein bisschen. Also, das mit dem Englischen, ich weiß nicht, das fand ich so ein bisschen so aus den Haaren gezogen. Das war auch ein bisschen zu lang, der Gag, fand ich. Aber das Thema ist natürlich perfekt für YouTube-Kacke. Und ja, gute Ideen auf jeden Fall. Umsetzung war auch. Stabil auf jeden Fall. Gut, nächstes Türchen, 15. Boah, 15, so crazy. Wir haben jetzt schon, gestern war dritter Advent. Von Klonta 77, von Planet 77, kenne ich nicht. 5 Leute warten nur. Eieiei, was ist denn da los? Na gut, es ist ja auch jetzt auch schon 22 Uhr. Wobei, gestern Nacht haben auch mehr gewartet. Okay, ich bin gespannt. Scheint animiert zu sein mit Marcel Davis. Okay, dann würde ich sagen, und Maggi natürlich, und Pepper. Und, was ist das? Benzin? Ich habe keine Ahnung. Okay, na gut, wir sehen uns morgen und ciao.